Festplatten sind eine feine Sache. Heute eine Selbstverständlichkeit, in den 80er Jahren jedoch stellenweise noch unerschwinglicher, purer Luxus. Die meisten Homecomputer dieser Tage benutzten entweder Magnetbänder, normalerweise in Form von Musikkassetten, oder Disketten als Massenspeichermedium. Wobei der Schritt vom Magnetband zur Diskette schon ein gewaltiger Sprung war in Sachen Speicherkapazität und Zugriffsgeschwindigkeit. Denn der Datenzugriff auf Musikkassetten ist nicht wahlfrei, soll heißen, dass man das Band immer erst an die gewünschte Stelle spulen muss, bevor man die Daten abrufen kann. Man behalf sich mit dem Notieren des Zählerstandes, sodass man immer wusste, an welcher Stelle und auch auf welcher Seite, Musikkassetten haben eine A- und B-Seite, sich die gewünschten Daten befinden. Disketten vereinfachten dann praktisch die Welt und spätestens seit dem Erscheinen von Diskettenlaufwerken mit beidseitig angeordneten Leseköpfen entfiel auch bei der Diskette das Umdrehen. Jedoch wurden die Datenmengen immer größer und schon bald ging kein Weg mehr an der Festplatte vorbei. Bis dato haben wir im Homecomputer-Bereich verschiedene Hauptanschlussvarianten für Festplatten durchlebt. Dem technischen Fortschritt geschuldet ist die Tatsache, dass die älteren Varianten am Verschwinden bzw. bereits ausgestorben sind. In dieser Folge schauen wir uns eine Lösung an, wie man dem verschwundenen 8-Bit-IDE-XT-Interface in der heutigen Zeit wieder eine Chance geben kann und das sogar mit modernen Speichermedien. Als zeitgenössisches Versuchsobjekt dient uns der aus Folge 51 bereits bekannte Commodore PC-1. Viel Spaß damit! Nochmal geschwind zur Auffrischung. Der Commodore PC-1 ist ein ultrakompakt gebauter IBM-kompatibler XT-Klon. Sein Hauptprozessor ist ein 8088 oder kompatibel bei 4,77 MHz Taktung. Sein Arbeitsspeicher war ab Werk 512 KB RAM. Meiner hier ist auf das Maximum von 640 KB ausgebaut. Der Rechner kann sowohl monochrome Text- und Herkules-Grafikmodi als auch farbige CGA-Grafik darstellen. Intern ist ein 360 KB fassendes 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk verbaut. Extern kann man über den Disk Drive Port ein bis zu 720 KB nutzendes externes Diskettenlaufwerk anklemmen. Externe Amiga-Diskettenlaufwerke funktionieren hier super, genauso wie die Amiga-Maus am entsprechenden Mausport. Alles in allem also nichts Spektakuläres. Mehr Details findet ihr, wie gesagt, in Folge 51. Was dem Kleinen komplett abgeht, ist eine Festplatte. Und nicht nur das, er hält nicht mal die Möglichkeit vor, eine Festplatte installieren zu können. Wenn damals ein Anwender so etwas vorgehabt hatte, dann gab es ein externes Gehäuse, welches nochmal genauso groß war wie der PC-1 und welches über den rückseitigen Expansion Port mit dem PC-1 verbunden werden musste und nichts anderes als eine Festplatte nebst Controller und Netzteil beinhaltete. Eine äußerst klobige Lösung. Heutzutage kriegt man das sogenannte Cabinet kaum noch, daher brauchen wir hier eine andere Lösung. IDE oder IDE, Integrated Device Electronics, so heißt eine Festplattenschnittstelle, welche uns sehr lange Zeit begleitet hat. Im heutigen Sprachgebrauch nennt man sie auch PATA, Parallel AT Attachment. Es ist eine 16-Bit-Schnittstelle und kann beispielsweise für Festplatten und optische Laufwerke eingesetzt werden. Das AT in PATA kommt von IBMs 16-Bit-PC-Variante namens AT oder AT, was für Advanced Technology steht. Also wäre der Vollname tatsächlich Parallel Advanced Technology Attachment. Unser kleiner Commodore PC-1 hier zählt jedoch zur Vor-AT-Generation, also zu den ursprünglichen PCs und XTs. Diese Maschinen hatten einen 8-Bit-Bus, was den Einsatz von PATA somit verbietet, denn dieser ist ja eben 16-bittig. Die beiden anderen Festplattenschnittstellen, welche im Heimanwenderbereich eine Rolle spielten und spielen, sind SCSI und MFM.
Modified Frequency Modulation, kurz MFM, ist das gleiche Verfahren, welches auch bei Disketten zum Einsatz kommt, und es ist das älteste aller Verfahren zum Schreiben und Lesen von Festplatten. MFM ist 8-Bit und wurde daher damals unter anderem in den PC- und XT-Systemen eingesetzt. Leider kommt MFM für den heutigen Anwendungsfall nicht mehr in Frage, die Technologie ist schlichtweg tot. Es gibt weder neue Controller noch Substitutionen für MFM-Datenträger. Also diese Variante können wir für uns schon mal begraben. SCSI erfreut sich trotz seines hohen Alters noch bester Gesundheit. Wenn auch aus dem Heimanwenderbereich weitestgehend verschwunden, findet es vor allem im Serverumfeld breite Verwendung. Weil SCSI auf so viele Dienstjahre zurückblicken kann, ist es nicht verwunderlich, dass es davon auch eine 8-Bit-Variante gibt. Es käme also für den Einsatz in einem XT-System in Frage. Auch die Problematik, dass es keine passenden Festplatten mit 50-poligem Anschluss mehr gibt, kann entkräftet werden, denn es gibt hier solche tollen Entwicklungen wie das SCSI 2SD, ein Schnittstellenkonverter, welcher es ermöglicht, moderne SD-Speicherkarten an einem 50-poligen SCSI-Bus zu betreiben. Dieses Teilchen kostet derzeit um die 80 Euro. 8-bittige SCSI-Controller bekommt man leider nicht mehr so leicht und geschenkt gibt sie Dinge schon mal gar nicht. Die Einrichtung eines solchen Controllers kann sich als frickelig erweisen. Ja, womit wir wieder bei IDE wären, denn hiervon gibt es eine heutzutage kaum noch bekannte 8-Bit-Variante für XT und PC. Entsprechend trifft hier die alternative Bezeichnung PATA also nicht zu, denn wenn überhaupt, müsste es PXTA heißen, aber diese Bezeichnung gibt es meines Wissens nach offiziell nicht. Dieses IDE XT ist nicht kompatibel zum 16-bittigen normalen IDE, also zu PATA. Entsprechend kann man auch nicht einfach eine PATA-Festplatte hier dran betreiben. Aus der Amiga-Welt kennen wir den Commodore A590 Festplattencontroller für den Amiga 500. Dieser beherbergt ebenfalls so eine IDE XT-Schnittstelle. Klingt erstmal wenig hoffnungserweckend, aber es gibt eine Lösung. Den XT-IDE-Konverter von James Pierce bzw. dessen Online-Shop low-tech.co.uk. Hier werden verschiedene Lösungen angeboten. Ich habe mich für die kleine XT auf IDE-Variante ohne Slotblech entschieden, es gibt aber auch andere Ausführungen, wie etwa diese hier. Wäre dann eher was für große Desktop-PCs. Als erstes Argument hierfür der Preis. Für 6 Pfund 95 Pence plus Versand bekommt man das Ding. Der Haken? Es ist nur die leere Leiterplatte. Das soll heißen, man muss das Teil selbst bestücken. Dafür sind zumindest rudimentäre Lötkenntnisse vonnöten und, selbstredend, die passenden Bauteile. Eine komplette Stückliste aller benötigten Komponenten findet man auf der Wiki-Seite von Lowtech. Diese Teile kann man dann direkt bei Farnell oder Mauser bestellen, deren Bestellnummern stehen gleich hier mit in der Tabelle drin. Man kriegt die Brocken aber auch bei anderen Elektronikshops, wie etwa bei Konrad. Dort habe ich zumindest meine Bauteile bestellt. Man muss eben nur genau auf die Bezeichnung achten, damit man auch das Richtige ordert. Die Kosten hierfür halten sich ebenfalls schwer im Rahmen. Der reine Materialeinsatz plus Versand überstieg bei mir nicht die 20-Euro-Marke. Überlegt euch bei der Beschaffung des 40-poligen IDE-Anschlusses vorher, wie und welches Gerät ihr hier später ein- oder anbauen wollt. Abhängig davon könnt ihr dann entscheiden, ob ihr hier einen geraden oder einen 90-Grad gewinkelten Wannenstecker einlöten müsst. Ich habe hier einen voll bestückten Wannenstecker genommen, hier fehlt Pin 20 nicht. Dies sieht man oft bei IDE-Buchsen und Steckern, es soll als Orientierungshilfe dienen und ein verkehrtes Einstecken verhindern. Dieser Pin 20 jedoch liefert 5 Volt und das ist genau der Saft, den ich haben möchte, um ein DOM, ein Disk on Module, sprich ein Flash-Speicher, hier später als Festplatte betreiben zu können. Wenn der Pin nicht da ist, muss man eben eine externe Spannungsversorgung schaffen. Beim Bestücken muss man die üblichen Dinge beachten. Sorgt in jedem Fall dafür, dass ihr ausreichend Licht habt und auch eine Möglichkeit, euch den Lötrauch vom Riecher fernzuhalten, denn gesund ist der Dunst nicht unbedingt. Die Sockel für die Chips müssen die korrekte Ausrichtung haben. Dafür gibt es auf der Leiterplatte entsprechende Markierungen. Diese müssen mit den Orientierungsnasen auf den Sockeln übereinstimmen.
Gewiss, man könnte sich auch die Kosten für die Sockel sparen und die Chips direkt einlöten. Das funktioniert genauso gut. Allerdings wird es dann unangenehm, sollte man einen Chip mal austauschen müssen. Dagegen steht das Argument, dass es zwischen Chipbeinchen und Sockelkontakt Korrosion auf die Dauer geben kann. Das kennen wir ja. Im Endeffekt muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man Sockel verwendet, dann müssen diese Plan auf der Platine auflegen, damit sie den Druck, der beim Chip einsetzen aufgebracht wird, vollflächig aufnehmen können und nicht an die Lötstelle weitergeben. Denn diese könnten dann nämlich reißen und das Board ruinieren. Bei den gepolten Kondensatoren, also dem radialen Elektrolytkondensator und dem Tantalkondensator, muss man auf die Polarität achten. Bei diesem Widerstandsnetzwerk muss der markierte Pin 1 da sein, naja, wo Pin 1 auf dem Board eben gekennzeichnet ist. Ansonsten ist das Ganze ja wirklich keine Raketentechnik. Das Board an sich ist sehr gut beschriftet und da sollte eigentlich nichts schief gehen. Wenn man keine entsprechende Halterung hat, kann man die Beinchen der Bauteile auf der Rückseite ein wenig krumm biegen, damit sie in Position bleiben. Oder man heftet sie kurzerhand mit einem kleinen Lötklecks fest. Aber aufpassen, nur ein Kleckschen machen, denn die Temperatur geht ganz schnell durch und ja, auf der anderen Seite werden dann vermutlich eure Finger sein. Aber keine Sorge, das merkt ihr sofort. Wenn alle Bauteile in Position sind, kann man sich dann in aller Ruhe an das Verlöten machen. Für die erweiterte Funktionalität, welche die Kompatibilität zum IBM Slot 8 Aktivitäts-LED und die Auswahl der ROM-Adresse beinhaltet, müsste man noch diese zusätzlichen Bauteile auf dieser Seite hier aufbringen. Das sind SMD-Bauteile. Das mache ich nicht, denn ich kann getrost auf all diese zusätzlichen Features verzichten. 8 Slots hat mein PC 1 definitiv nicht. Ich bin froh, wenn ich einen hinkriege. Der PC1 liefert uns keine Versorgungsspannungen an seinem Expansion-Port. Die Karte und das DOM brauchen aber 5 Volt, also müssen wir uns diese anderweitig holen. Zu diesem Zweck löte ich hier eine Molex-Buchse dran, welche dann später mit dem Netzteil des PC1 verbunden wird. Ich ziehe absichtlich die gelbe 12 Volt-Leitung ab, damit hier nichts schief gehen kann. Wenn alles aufgelötet ist, putzen wir das Ding noch ordentlich sauber, um alle Flussmittelreste zu entfernen. Das geht super mit Isopropanol, das Zeug kriegt ihr in jeder Apotheke, und einer kleinen Bürste. Jetzt setzen wir die Chips ein. Freilich auch wieder in korrekter Richtung. So, wunderbar, die Hardware ist fertig. Jumper 1 muss gesteckt werden, sonst ist die Karte deaktiviert. Jumper 2 wird auch gesteckt, dies setzt die Basisadresse der Karte auf C800. Das ist die Standardeinstellung und das lassen wir so. Jumper 3 lassen wir offen, das wäre für die Slot 8 Kompatibilität, welche wir hier nicht brauchen. Als nächstes muss das BIOS geflasht werden. Ja, das Ding hat ein BIOS on board. Hierfür brauchen wir zwingend einen PC mit MS-DOS und zumindest einen freien 8-Bit ISA-Slot. Natürlich tut es auch ein freier 16-Bit ISA-Slot, von dem verwenden wir eben nur die 8-Bit-Seite. Da kommt die Karte jetzt rein. Und bitte nicht falsch herum einsetzen. Bei ISA-Karten ist es so, dass die bestückte Seite, auch A-Seite genannt, in Richtung Netzteil zeigt. Und eine weitere Ausrichtungshilfe ist diese Markierung auf der Karte hier, Slot Brackets. In dieser Richtung liegen die Slotbleche. Auf der Wiki-Seite von Lowtech laden wir nun das Flash-Tool und die dazugehörende BIN-Datei herunter. In der Wiki wird empfohlen, eine Boot-Diskette für MS-DOS zu erstellen, vermutlich um zu vermeiden, dass irgendwelche Treiber den Flash-Prozess stören. Ich mache das hier nicht, sondern überspringe einfach die Befehle der Config-Sys und Auto-Exec-Bat. Hierzu muss man nach dem Post-Screen die F8-Taste drücken, dann im Menü auf Einzelbestätigung gehen und anschließend einfach nur noch NV Nein drücken, so lange, bis die Eingabeaufforderung erscheint.
Hier bei mir ist der PC mit meinem heimischen Netzwerk verbunden, daher kann ich die benötigten Dateien bequem mit einem modernen Rechner herunterladen, auf dem Netzwerk speichern und mit dem alten MS-DOS-PC, in dem die XDIDE-Karte steckt, herüberkopieren. Die auszuführende Syntax für das Flashen heißt flash-ide-xt.bin-c800. Wobei C800, wie gesagt, die Basisadresse des ROM-Moduls auf der Karte entspricht. Wenn alles klappt, rattert der Flash-Prozess durch und meldet am Ende Erfolg. Das war's dann auch schon. Der XDIDE ist nun fertig zum Einsatz. Wenn wir das Ding im Rechner belassen und diesen neu starten, so sehen wir dessen ROM-Meldung beim Booten auf dem Bildschirm. Derzeit haben wir ja noch kein Laufwerk angeschlossen, demzufolge findet er auch nichts, von dem er booten könnte. Aber immerhin, wir wissen nun, dass unsere XDIDE-Bastelarbeit funktioniert. Also, PC abschalten und XDIDE-Karte wieder raus. Tja, nur, wo sollen wir das Ding jetzt anschließen? Am PC1 gibt es ja keine ISA-Slots, sondern nur den Expansion-Port. Wenn man das Handbuch jedoch bemüht, sieht man, dass dies weitestgehend ein ISA-Bus ist. Lediglich die Versorgungsspannungen fehlen. Stattdessen sind diese Pins mit Ground verbunden. Außerdem fehlt hier der Pin für Slot 8, das kann uns aber egal sein. Wichtig zu wissen ist, dass der Expansion-Port hier 60 Pins hat, 30 oben und 30 unten. Ein richtiger ISA-Slot hat 62 Pins. Es fehlt uns also ein Pin-Paar. Die obere Reihe ist die B-Reihe, beginnend rechts mit B1 und endend links mit B30. Unten ist, wer hätte das gedacht, die A-Reihe. Wenn wir uns also die Unterschiede im Detail anschauen, so wären das dann auf der B-Seite keine Versorgungsspannungen vorhanden an den Kontakten 3, 5, 7, 9 und 29. Diese und der nicht benötigte Nummer 8 werden nicht belegt. Der Rest ist identisch und kann 1:1 durchgeschliffen werden. Auf der A-Seite wird ISA-Kontakt A1 umgeleitet auf PC1-Kontakt B9. Dieses IO-Check-Signal ist hier der einzige Unterschied, bewirkt jedoch in der Folge, dass alle weiteren Kontakte um eine Position verschoben werden. Ich habe das Ganze so aufgebaut: eine einfache Lochrasterplatine als Basis, dann eine gewinkelte 60-polige Platinenbuchse zum Anschluss an den PC1 Expansion Port und direkt daran eine Standard 62-polige ISA-Platinenbuchse für die Aufnahme unserer XDIDE-Platine. Die beiden Buchsen sitzen so, dass die Kontakte der B-Seite auf der Lötseite der Lochrasterplatine unmittelbar nebeneinander liegen. Alle Lötverbindungen werden jetzt erstmal zur Lochrasterplatine hergestellt. Dabei soll es uns egal sein, ob wir diese Verbindungen später elektrisch wirklich brauchen oder nicht. Es geht ja auch ein bisschen um die mechanische Festigkeit, also löten wir erstmal alles fest. Jetzt kommt der einfache Teil. Bis auf die Kontakte 3, 5, 7, 8, 9 und 29 werden alle B-Kontakte miteinander verbunden. Durch die direkte Nachbarschaft lässt sich das sehr einfach mit kleinen Lötbrücken realisieren. Wenn man wirklich nur den XDIDE an diesem Slot betreiben möchte, dann müsste man nur die Kontakte verbinden, welche der XDIDE auch tatsächlich hat. Das ist eine Entscheidung, die man an dieser Stelle jetzt einfach mal treffen muss. So, und jetzt müssen die A-Kontakte verbunden werden. Der einzige Exot hier ist, wie gesagt, ISA A1, welche nach PC1 B9 muss. Jo, die Innung wird nun vermutlich meinen Meisterbrief verbrennen. Den Heißkleber bringe ich zur Sicherheit an. Eigentlich wäre er nicht nötig, aber ich bin halt ein Pienzchen, denn jetzt geht's hier weiter mit Lackdraht. Wir verbinden, immer um eine Position versetzt, nun alle A-Kontakte miteinander. Also schön nach dem Schema ISA A2 an PC1 A1, ISA A3 an PC1 A2 und so weiter. Lackdraht ist isoliert, also nicht leitfähig. Ab etwa 400 Grad Celsius schmilzt jedoch der Lack weg und legt den Draht frei, welcher dann verlötet werden kann und somit eine Verbindung herstellt. Ich habe es anfangs mit nur 410 Grad versucht und musste dann viel nacharbeiten, weil der Lack nicht ordentlich weggeschmolzen war. Mit 420 Grad hat es dann aber super funktioniert.
Mein Heißkleber hier hilft sogar ein wenig halbwegs Ordnung in den Drähten zu halten. Ich finde, dass es jetzt gar nicht so schlimm aussieht, was ich hier zusammen gebraten habe. So, nun haben wir alle Verbindungen hergestellt. Und sicherheitshalber piepsen wir nun die Kontakte noch einmal durch und prüfen auch, ob wir irgendwo ungewollte Lötbrücken eingebaut haben. Lieber einmal zu viel geprüft, als am Ende den PC1 zerschossen. Und jetzt nun das Thema der fehlenden Versorgungsspannungen. Am ISA-Slot hat man normalerweise plus 5, plus 12, minus 5 und minus 12 Volt anliegen. Der PC1 liefert nichts davon. So kann das also nicht gehen. Der XT-IDE braucht plus 5 Volt. Ich habe mir jetzt einfach intern an das Netzteil des PC1 ein Y-Kabel angeschlossen und dieses durch den Gehäuseschlitz des Expansion-Ports nach außen geführt. Da wir ja zuvor an den XT-IDE eine Molex-Buchse angelötet haben, muss jetzt nur noch die Verbindung hergestellt werden. Dies ist also eine denkbare Lösung für ISA-Karten, welche plus 5 und oder plus 12 Volt brauchen. Freilich kann man diese Spannungen auch direkt auf die dafür vorgesehenen Kontakte legen. Das wäre die elegantere und universellere Lösung. Nur bitte hierbei unbedingt dran denken, dass keine Verbindung zum PC1 Expansion Board bestehen darf, da wir hier Ground haben. Das wäre sonst ein satter Kurzschluss. Wenn eine ISA-Karte die negativen Spannungen braucht, dann müsst ihr euch halt was überlegen. Und jetzt kommt der Moment, in dem der Frosch ins Wasser rennt. Testweise schalte ich den PC1 jetzt erstmal nur ein. Mit gestecktem Adapter, aber noch nicht mit dem XT-IDE. Okay, gut. Der PC1 verhält sich normal. Kein Knallen, kein Zischen, kein Rauch, kein Gestank. Unser Adapter scheint sauber zu sein. Also schalten wir das Ding nochmal aus und bringen jetzt unseren XT-IDE in Stellung. Wir erwarten nun, dass sich das BIOS des XT-IDE beim Booten des PC1 meldet. Jo, verreck. Es klappt. Da haben wir die erwartete Meldung. Sehr schön. Und man mag es glauben oder nicht, aber in dieses BIOS hier können wir nicht hinein, um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, aber auf der anderen Seite ist es auch gar nicht nötig, denn das BIOS erkennt selbsttätig, welches Speichermedium daran angeschlossen ist. Master und Slave. Und jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ein DOM mit installiertem MS-DOS 6.22. Haben wir mal sauber hingekriegt, ne? Zwei Praxistipps jetzt noch. Der 8088 ist ziemlich schnell mit einfachen Aufgaben überfordert. Ein einfacher DIR-Befehl in einer großen Partition fordert ihn schon richtig heraus und dauert ewig. Daher die Partition besser klein halten. 10 MB für die MS-DOS-Partition sind genug. Der andere Tipp ist mehr ein Hinweis. Festplatten mit MS-DOS ab Version 5 können von moderneren Betriebssystemen, sagen wir mal Windows 10, gelesen werden. Wir können nun also dieses DOM hier nehmen und fröhlich Daten schaufeln. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Disk und Module sein, es geht auch mit einer Compact Flash Karte oder gar mit einer ganz normalen Festplatte. Und jetzt noch ein bisschen Software, die ich hier so herumliegen hatte und welche auf dem PC1 auch laufen will.
Eins noch zum Schluss. Drückt man beim PC 1 Steuerung Alt und Entfernen, so wird man enttäuscht, denn dieser Rechner lässt sich so nicht resetten. Er schmiert zwar zuverlässig ab, aber er startet nicht wieder durch. Einen Reset-Taster hat sich Commodore gespart, jedoch ist dafür auf dem Mainboard ein Anschluss vorhanden. Und zwar bei den gleichen Kontakten, wo man auch einen PC-Speaker anschließen kann. Einfach hier einen Taster zwischen Pin 2 und 4 setzen und schon kann man die Kiste auch resetten und muss den Power-Switch nicht so quälen. Hier wurde ganz offensichtlich mal wieder am falschen Ende gespart, denn mal ehrlich, ein Reset-Taster gehört doch wohl definitiv zu den wichtigsten Bedienelementen eines PC, oder etwa nicht? Ja, und das wär's schon. Eigentlich unglaublich, dass die Bastelei hier auf Anhieb funktioniert hat. Nochmal geht mein Dank an den Dr. Diesel aus dem Forum 64. Mein Lieber, deine Unterstützung in diesem Projekt war wirklich Gold wert. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Und ganz zum Schluss noch ein Tipp für die Lötspitzenverputzler da draußen. Ich habe mal mit diesem Tippaktivator von Welle herumgespielt. Das Döschen ist nicht ganz billig mit knapp 5 Euro, aber immer noch günstiger als eine neue Lötspitze. Wenn also die Lötspitze mal keine Lust mehr hat, Lötzinn ordentlich anzunehmen, einfach mit ordentlich Temperatur ein wenig im Aktivator herumsuhlen, abputzen, wieder rein damit, bis die Lötspitze ringsum am Glänzen ist. Und schon taugt das Ding wieder was. Na, vielleicht kann der ein oder andere damit ja auch was anfangen. Ich find's jedenfalls toll. Gut, das wär's dann also für diese Folge. Ich hoffe, die PC1-Besitzer und die, die es noch werden wollen, hatten ein wenig Spaß damit. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Geil! Leg mich fett! Da! Gisela! Jalla, jalla! Es geht! Es moved! Guck mal da hin! Guck mal da her! Guck mal da! Gentlemen, ich habe etwas gebastelt. Mit einem kleinen Designfehler, merke ich gerade. Es moved. Komm hier, komm mal her. Achtung. Geil. Was ist denn drauf? Oh, wirklich nur das Allernötigste. Oh, und die Partition scheint gigantisch zu sein. Ach du liebe Zeit, jetzt bricht er sich aber an ab. Oh. Oh. Au. Oh mein Gott! Ja. Windows ist drauf. Was soll das bedeuten? Ups. Ja. Keep krass.
auf in 286er, das wird nicht gehen. Caps Lock Accelerates. Okay. Da muss man erstmal auf die Idee kommen. Alt Brakes. Spacebar to accelerate faster. Was? Change gears, arrow case, turn rail left and right. Uh-huh. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Wow, 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 wow. Aha.